Rock'n'Roll, ganz wichtig, es gibt eine Zutat, ein Instrument, was extrem unterschätzt wird intellektuell. Lärm. Lärm wird gerne mit dem Mund gemacht. Es besteht daraus, dass man Urlaute ausstößt, gerne Vokale A, E, I, O, U, je nachdem, was für ein Vokal Sie gerne hätten. Sie können zum Beispiel auch pfeifen, auch das geht wunderbar mit dem Mund. Sie können die Finger dazu nehmen. Sie können die Finger aber auch dazu benutzen, einfach zu klatschen oder mit den Füßen zu trampeln. Es gibt viele Möglichkeiten, Lärm zu machen. Sie kennen das vielleicht aus dem Zimmer Ihrer Kinder. Probieren Sie es einfach mal jetzt an dieser Stelle und zwar immer heute, wenn ich sage, Stuttgart, wie geht's euch? Also ich habe mir vorhin die Trommelsession angeguckt. Ja, das ist ja jetzt eine lausige Nummer hier, muss ich mal sagen. Ja. Wir probieren das nochmal, weil, denken Sie dran, also ne, damit Ihr Kreislauf angeregt wird, muss da schon ein bisschen was gehen. Also nochmal, Stuttgart, wie geht's euch? Sehr viel besser, damit können wir arbeiten.